Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu Tag 5 meiner One Week with Me. Ich drehe jetzt schon seit 5 Tagen diese Vlogs. Michelle und ich sind jetzt auf dem Weg zum Dressurunterricht. Michelle musste natürlich schon wieder alles machen, weil ich schon wieder so im Stress war. Ich wollte noch kurz zu Edeka fahren und mir was zum Frühstücken holen. Plötzlich die Schlange kilometerlang. Ich musste da eine halbe Stunde anstehen und deshalb war ich natürlich jetzt mega im Stress. Hab jetzt sogar ein richtig schönes Outfit dabei. Das habe ich mir nämlich auch noch rausgesucht. Das hat irgendwie alles so ewig gedauert. Naja, Michelle, zeig mir gerade alles, was sie neu gekauft hat. Neue Stiefel, neue Reithose, neue Schabracke und sag mir doch so vor 3 Tagen, aber ich habe kein Geld. Ja, aber das waren so eine Angebote, da kann man nicht nein sagen. Was haben die Stiefel jetzt eigentlich gekostet? Das könnt ihr gar nicht glauben. Diese Stiefel kosten regulär ab 700 Euro. Das sind maßangefertigte Stiefel. Das war irgendwie ein Fail, weil die Person, die das halt bestellt hat, der haben die halt nicht gepasst. Hä, und wie dann, komisch. Ja. Maßangefertigte Stiefel, dann passen die der Person nicht. War ich jetzt bei so einem Outlet-Verkauf und da haben sie die hingestellt, falls die jemandem passen sollten. Mir passen die halt wie angegossen und ich habe die für 50 Euro gekauft. What? 50 Euro? Kann man maßangefertigte Stiefel, das ist ja crazy. Ja. Gollum war richtig gut drauf. Leider habe ich nicht so super duper tolle Aufnahmen für euch, denn irgendwie bin ich immer voll weit weg. Der Platz ist einfach viel zu groß. Oder irgendwie ein Sprung ist vor der Linse. Michelle hat halt auch noch Luna an der Hand. Sie hat ja die Videos von mir gemacht. Oder 2 andere Reiter sind halt noch gekommen und die durften jetzt ja auch nicht drauf sein. Deshalb nur ein paar kleine Ausschnitte, aber besser als gar nichts. Gollum lief wirklich richtig super, total zufrieden und entspannt. Hier habe ich ihn noch rauskauen lassen und da konnte er sich dann schön in die Tiefe strecken. Es war ein sehr erfolgreiches Training und dann waren wir auch schon fertig. Wir sind jetzt ready und ich habe die Abschwitzsäcke gerade auf Gollum gelegt, denn er hat echt ordentlich geschwitzt, wie man sehen kann. Er ist wirklich klitschnass, aber hat ja jetzt noch die ganze Fahrt, um zu trocknen. Aber es war einfach richtig anstrengend und gut, hat so viel Spaß gemacht heute. Wir sind an der Weide anerlangt. Na Gollum, jetzt geht's drauf. Als erstes du, Gollum. Viel Spaß. Und jetzt du, Tresenio. Ich habe Maike jetzt eben schnell fertig gemacht und heute hat sie ein richtig schickes Outfit an. Von Gollum habe ich mir das natürlich gemopst. Und zwar einmal eine grüne Schabracke, dazu grüne passende Bandagen. Ich finde, sie sieht einfach richtig schick aus. Und jetzt machen wir noch ein paar Fotos. Und sie ist einfach eine richtig süße Maus. Ich mag sie so gerne, wirklich, sie ist so süß. Das darf Gollum jetzt nicht sehen, aber er sieht es ja zum Glück nicht, weil er auf der Weide steht. Also, let's go. Und die Jacke ziehe ich dann gleich noch aus, weil die passt jetzt nicht so ideal, weil die so türkis ist. Während Hella jetzt Fotos macht, werde ich schon mal anfangen, hier das Paddock jetzt weiterzubauen und habe dafür extra diesen Erdbohrer geholt. Ja, und da muss ich jetzt 3 Löcher machen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schwer, weil hier sind schon ziemlich viele Bäume drumherum und deshalb sind hier auch viele Wurzeln. Das könnte so ein bisschen zum Problem werden. Ich probiere jetzt mal mein Glück. Überlege gerade. Einer muss auf jeden Fall hier in die Ecke. Dann noch einer dazwischen und einer hier zwischen. Was ist das denn? Einfach abgebrochen. Ich wollte ihn so reinstecken. Zack, das Ding einfach so abgebrochen. Schaut euch einfach mal an. Das ist übrigens der Sand, den ich schon rausgeholt habe. Wie tief ich diesen Bohrer reingedreht habe. Der ist einfach so tief in der Erde. Jetzt ziehe ich den mal raus mit dem ganzen Sand. Sieht jetzt sehr einfach aus. Es war aber sehr schwer, den reinzudrehen. Weil da dann doch so ein paar Wurzeln sind, wie man auch da drin sieht. Ich glaube, das sollte von der Tiefe her reichen. Ich glaube, ich stecke da mal so ein Ding rein. Ich weiß ja nicht, wie wir das letztes Mal gemacht haben, aber ja, ist ein bisschen zu groß. Zweites Loch ist auch fertig. Ich bin jetzt schon beim dritten Loch angekommen und ich frage mich, ob ich gleich den Maulwurf hier antreffe, der direkt neben mir ein Loch gegraben hat. Vielleicht kann ich auch einfach das Loch nehmen. Ja? Naja, ich lass mal sein Haus da stehen.
sind jetzt ready auf dem Feld. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Maike war richtig gut drauf. Ich meine, nachdem ich das vierte Mal diese Woche auf dem Feld mit ihr geritten bin, kann es halt auch nicht anders sein. Nee, aber ich bin immer noch der Meinung, man muss dieses Feld einfach, solange es noch da ist, ausnutzen. Aber morgen werden wir auf jeden Fall mal Stangenarbeit oder Springen oder so machen. Hätte ich auch mal richtig Bock drauf, aber halt natürlich nur ganz klein alles. Sie springt ja sonst gar nicht. Also schaut unbedingt in dem morgigen Vlog auch noch vorbei. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden, mit Friesen versuchen zu springen. Das wäre echt ein richtig witziges Video. Vielleicht machen wir das morgen. Schaut euch das mal an, wer da hinten steht und arbeitet. Schau mal, was passiert ist. Was ist das? Das ist der Griff von dem Bohrer, den wir uns ausgeliehen haben. Oh, das ist ja unangenehm. Ich habe den so reingesteckt und dann durchgebrochen. Ich bin einfach zu stark. Das ist ja unangenehm. Dann noch frohes Gelingen. Ich bringe sie jetzt mal weg. Also ich hatte echt Glück mit Wurzeln. Es waren nur so kleine Wurzeln da. Jetzt muss ich das einmal ausmessen, wie hoch die anderen sind und wie tief das Loch ist. Und dann schneide ich die mal ab. Dann können sie nämlich alle rein und dann können die Mädels die Litze spannen. Dafür brauchen wir nämlich solche, wie nennt man das, Litzenhalterungen oder sowas wieder. Die sind ganz einfach so auf und zu zu machen. Dann haben wir noch Litze gekauft und so ein Litzenverbindungsstück, damit die auch miteinander verbunden sind. Das kommt jetzt noch und dann ist auch schon fertig. Ich habe mir jetzt direkt mal Nantana geschnappt und werde sie jetzt gleich mal ein bisschen longieren. Über die Stangen, die ich zwar nicht aufgebaut habe, aber sie liegen hier. Also werde ich das jetzt einfach mal mitnutzen. Ich glaube, Nantana hat sich sehr darüber gefreut, dass die Stangen aufgebaut waren, weil sie bei Stangenarbeit so konzentriert bei der Sache ist. Das macht einen Riesenspaß mit ihr. Galopp haben wir auch natürlich mit dazu genommen, ist jetzt nicht so viel auf Kamera, weil ich dann ganz gerne ganze Bahn gehe, dass sie sich richtig auspowern kann. Ja, und dann hat sie sich auch schön in die Tiefe gedehnt, so wie es sein sollte. Und dann waren wir auch schon fertig. Wir sind bei der Weide angekommen. Nantana kann es schon immer nicht mehr abwarten, ne? Okay. Tschüss. Maike ist da ein bisschen entspannter als Nantana. Ich muss gerade einfach so lachen, weil das Video so witzig hat. So prescht Nantana einfach übertrieben über die Weide. Das ist so witzig. Jetzt schaut gleich auf Maike. Da frage ich mich einfach nur, was ist mit den Pferdchen los? So witzig. Jetzt schaue ich mal bei den Ponys vorbei. Erstmal muss ich schauen, ob die ganzen Lecksteine noch an Ort und Stelle sind, so wie wir sie da... Ah, ich habe voll meinen Finger geklemmt. Ah, das hat jetzt weh. Ja, Valentino. Valentino ist immer der Erste natürlich, der kommt. Jetzt schauen wir mal. Wow, es ist alles noch an Ort und Stelle. Und wie man sehen kann, wurde hier schon fleißig... Oh mein Gott, hier wurde reingebissen. Richtig viel genascht und geschleckt und reingebissen, wie man sehen kann. Aber voll cool. Ich glaube, das kommt sehr gut an bei den Ponys. Ich bin richtig happy, dass wir das hier gestern angebracht haben. Dann nehme ich jetzt mal Candy und Valentino mit. Denn wir wollen jetzt eine Runde mit der Kutsche fahren. Da freue ich mich sehr drauf. Das macht immer so viel Spaß. Man kommt immer viel zu selten zum Kutsche fahren. Obwohl ich immer so versuche, 2 bis 3 Mal die Woche Kutsche zu fahren und die restlichen Tage was anderes zu machen. Weil nur Kutsche ist dann irgendwie auch langweilig. Die Ponys haben wir jetzt ready gemacht und jetzt werden wir einfach mal in der Halle fahren. Die ist nämlich gerade frei. Morgen wird die Halle eh gefahren, weil da ja dann so Streifen im Sand sein werden. Aber wir dürfen jetzt einfach mal in der Halle fahren. Ich bin gespannt, das ist echt cool, weil das Wetter ist jetzt auch nicht mega perfekt zum Kutschefahren, also es nieselt. Man hätte auch rausgehen können, aber wenn die Halle jetzt gerade mal frei ist, dann üben wir das doch mal und machen ein paar Bahnfiguren oder so. Ja, die Ponys sind auf jeden Fall sehr entspannt und freuen sich schon, dass es jetzt losgeht. Wir haben natürlich das große Tor genommen, damit wir uns nicht durch die kleine Minitür quetschen mussten. Und schaut euch Valentino an. Er lehnt sich richtig schön in die Kurven und biegt sich schon total schön. Für Candy war das ja jetzt das erste Mal, dass sie in eine Halle gefahren ist. Und dafür hat sie es auch mega gemacht. Also sie macht einfach immer das Gleiche, was Valentino auch macht. Anhalten hat geklappt und auch das Galoppieren vor der Kutsche. Ich habe mich nur nicht getraut, schon um die Kurven zu galoppieren, weil ich dachte, oh nee, dann kippt hier gleich die Kutsche um. Würde wahrscheinlich nicht passieren, aber im Gelände ist man ja wirklich nur gewohnt, geradeaus zu galoppieren und da gibt es ja quasi keine Kurven. Und dann hier auch auf der anderen Hand sind wir auch nochmal galoppiert. Das hat einfach einen riesen Spaß gebracht.
Cynthia ist dann lieberweise noch einmal ausgestiegen und hat ein paar Aufnahmen von unten gemacht. Wie süß sind die zwei eigentlich, wenn die da ganze Bahn lang galoppieren? Und schaut euch jetzt mal Valentino an. Er läuft in so einer schönen Anlehnung und jetzt einfach so zuckersüß, wie beide im Gleichschritt laufen. Manchmal schaffen die das. Ja, und dann haben wir noch ein paar Bahnfiguren gemacht, aber es war ganz schön huckelig, was man, glaube ich, so ein bisschen an der Kutsche erkennen kann. Und vielen Dank an die Person, die am nächsten Tag die Halle gefahren hat, denn wir haben so viele Streifen in den Boden gehauen. Oh Mann. Dann sind wir hier nochmal bei X angehalten und ich war so zufrieden und stolz, dass die zwei so gut zugehört haben. Es klappt einfach so gut, macht halt auch mal Spaß, in der Halle zu fahren, weil man hier nochmal so an gebogenen Wendungen und so arbeiten kann, was man ja im Gelände so nicht machen kann. Nächstes Mal müssen wir uns noch so Pylonen aufstellen, das wäre auch richtig cool, wenn man da so durchdriven kann. Aber das hat jetzt echt gut geklappt fürs Erste. Valentino bekommt jetzt noch seine Regendecke drauf. Ich musste mich jetzt gerade ein bisschen beeilen, deshalb habe ich die Kamera lieber aus der Hand gelegt, denn Tom hat mich jetzt abgeholt. Denn es geht für uns jetzt zum Agravis Cup, deshalb habe ich mich schnell umgezogen. Für uns gibt es jetzt erstmal lecker Essen. Wir haben auch noch Antonia und Michelle getroffen. Getroffen, einfach ganz zufällig. Wir haben gewartet, Leute. Wir haben gewartet. Ja, und schmeckt's? Jetzt dachte ich, schleiche ich mich mal aus der Show raus, mache einen kleinen Abstecher zu dem wichtigsten Show-Act des Abends. Matthias Röcki, da bereiten Sie sich gerade vor. Herr Kurapka, hey, Herr, der wichtigste Mann vom Abend hier. Und seine Begleitung, Matthias Röckener. Die Begleitung. Um wie viel Uhr seid ihr dran? Wir sind um 10 vor dran. Ja. Und wir haben es jetzt halb. Also in 20 Minuten müssen wir da drin sein. Und jetzt spannt ihr an. Also für das ganze Video müsst ihr bei Mathis reinschauen. Mathis, ist das deine neue Kutsche? Yes, das ist sie. Und was ist daran jetzt so besonders? Die ist mega leicht, sie sieht schön aus. Also mir wäre die jetzt nicht aufgefallen, hätte ich nicht gewusst. Ja, ich habe ja auch genau die Kutsche mir mal ausgeliehen vorher. Ach so, okay, also ist das die gleiche Kutsche? Ja, das ist die Kutsche, die ich immer hatte, nur dass sie jetzt meine ist. Ah, wow. So, ich habe jetzt mit Max Job getauscht. Ich mache jetzt hier den Gewichtausgleich auf der Kutsche. Dafür hast du aber die falschen Sachen an. Ja, wir tauschen gleich noch eben Klamotten. Ach so. Du weißt ja auch gar nicht, was ich hier drunter habe. Ah, ja, bin gespannt. Ob da wirklich ein Hemdfliege und Hosenträger drunter ist. So wie sich das gehört bei uns. Ja, ich dachte, wir tragen unser XXL Shetty-Kostüm. Nee, du kannst ja die Cheerleader-Sachen anziehen. Oh, da muss schön einfach aufgemacht werden. Cody ist auch dabei. Warst du schon shoppen hier heute? Ich habe für meine Allerliebste heute eine schöne Jacke gekauft. Echt jetzt? Hier? Ja. Aber das Video bitte noch nicht veröffentlichen, weil das soll ja eine Überraschung sein. So, guckt die Videos? Natürlich. Wann hat sie denn Geburtstag? Gar nicht, nur so eine Aufmerksamkeit, weißt du? Ja. Ich bin 2 Tage weg, sie ist alleine zu Hause. So. Ja, das finde ich toll. Man muss wissen, wie man es macht. Und dann ging die Show auch schon los und schaut mal, wen wir da gesehen haben. Lea von Hey Horse, Hex Hex. Und sie hat uns noch gewunken. Voll sehr cool. Nett. Und dann kam eigentlich der süßeste Show-Act des Abends, oder? Ja, ich fand's so süß. Ariel, die Meerjungfrau, und mit dem kleinen Mädchen, sie war der Fisch. Und wie gut hat dieses Pony das bitte gemacht? Dann als nächstes war Schneewittchen an der Reihe. Und ich habe noch nie gesehen, wie ein Pony Luftballons zerbeißen kann. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Let it go, let it go. Er kommt jetzt. Ich bin der größte Fan. Matthias Röcki. Matthias. Oh, Matthias Röcki kommt jetzt. Wir freuen uns. Lernt der Hofschmied, schlägt Pferde, spielt Eisen. Aber er hat noch eine andere Leidenschaft, nämlich das Kutschefahren. Er kommt heute mit Woody, Dealer und dem gekürten Mini-Shetty-Hengst Cody. Jetzt kam auch schon die Show von Mathis. Die haben wir ja schon echt oft gesehen, aber es ist immer wieder so beeindruckend, das zu sehen. Sogar ich als Nicht-Pferdemensch finde das halt krass. Und ich habe es auch von vielen anderen Nicht-Pferdemenschen gehört, die gesagt haben so, da hatte ich Gänsehaut. Und das finde ich halt krass. Das finde ich auch wirklich krass. Vor allem, wie Dila hier jetzt einfach so rumläuft und dann kommt der kleinste und süßeste von allen, Cody Modi. Achso, ich dachte so Valentino. Ja, Valentino ist natürlich der allersüßeste. Aber schau dir das an. Das ist so süß, das will ich Valentino auch beibringen. Ja, da musst du aber noch ein bisschen üben. Wer kommt jetzt? Jetzt kommt Lisa Röckener. Schwester oder Ehefrau? Das ist die Frage. Getroffen.
getroffen habe, Cody Modi. Und nicht so weit davon entfernt ist Matthias Röckner. Matthias Röckner, danke schön, Hella. Wie war die Show? Gut, lief alles. Pferde waren gut zufrieden. Hammer. Ja. Hat richtig gut funktioniert. Wie fandest du die Show, Hella? Hammer. Wirklich richtig schön. Schön. Wo werden wir jetzt hingehen? Wir holen jetzt die Pferde von Matthias aus dem Stall und werden sie auf dem Transporter verladen. Denn es geht schon wieder nach Hause. Als erstes wird Woody aufgeheiftert. Leider darf ich das nicht mehr machen, weil Ines mir zuvor gekommen ist. Was soll das? Ich wollte Woody in Transporter tun. Nein, alles gut. Er ist halt so gechillt. Ich frage mich echt, wie man so gechillt sein kann. Einfach ein bisschen Labrador ist da mit drin. Wir sind vom Agraris Cup jetzt wieder zu Hause. Es war ein richtig, richtig schöner Abend. Tom, was machst du da eigentlich? Warum wäschst du Möhren? Ich war doch bei meinem Opa und da war ein Feld direkt nebenan, was schon geerntet war. Da lagen so ganz viele Möhren noch oben einfach rum, die nicht mitgekommen sind und nicht mitgenommen wurden. Und dann habe ich eine mitgenommen, habe die probiert, gewaschen und also, oh mein Gott, die sind richtig lecker. Und dann habe ich noch mehr gesammelt. Ja, du musst immer, probier die bitte mal. Ich möchte, dass du die live testest. Du wirst den Unterschied zu einer Möhre aus dem Supermarkt schmecken. Sei begeistert. Hast du nichts zu sagen, schmeckt gut. Ja, ich hätte jetzt mehr erwartet. Naja, ich würde sagen, wir werden jetzt noch den ganzen Abend Möhren essen. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.